Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4 Separate Ways. Ich habe da gerade was gesehen. Aber machen wir das Ding erstmal kaputt. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg in Richtung des Funkturms, wo wir uns natürlich hier... Wir sind ja auf der Insel, ne? Also der Horror ist ja vorbei. Die Regeneratore sind erst einmal unwichtig. Jetzt gibt es hier halt wieder pure Action. Weil Insel halt. Oh nö! Heute ist wirklich der Wurm. Nö. Wo kommst du noch her? Ey, dann triff den doch mal. Ey, wo kommt die Pisser alle her? Gibt hier irgendwo ein Nest oder was von denen? Einmal treten. Und töten. Dankeschön. Gott, ey. Das... Ja. Ich weiß nicht. Die Insel ist für mich immer der schlechteste Abschnitt des Spiels. Tut mir leid. Aber ist bisher auch einfach so. Haben sie ein Remake noch ein bisschen besser gemacht als im Original, weil es hier wenigstens auch ein paar Horrorstellen gibt. Aber ja. Es ist einfach nicht meins hier. Dieser blöde Turm da hinten, ne? Diese blöden Türme, die wir erstmal zerstören müssen. Will ich hier rüber? Ich glaube, ich will hier nicht rüber. Bringt mir das jetzt irgendwas? Na gut, ich kann hier wieder runter. Habe ich hier schon was zerstört? Achso, hier bin ich jetzt. Leg noch eine Kiste. Tor 2. Ah, dann muss ich hier rüber, oder was? Ey, das ist echt nicht fair. Kann nur durchrennen.
Nee, ich glaube, hier sollen wir noch nicht runter. Wir müssen erst da oben das Ding kaputt machen. Bevor wir hier weiter können. Ich weiß zwar nicht warum, weil eigentlich... Wo sollen eigentlich diese Novistatoren sein? Da gab es doch diesen kleinen Auftrag. Auf zum Kontrollterminal. Ist immer nur einer aufgefallen. Zettler, was machst du eigentlich mit deiner Insel hier? Oh. Ich schieße nicht auf Leichen. Interessant. Hier kommt gleich ein Schatz. Moment. Ist das jetzt die Stelle, die ich denke, es ist? Ah, hier bei dem Timecode, den habe ich natürlich nicht. Ja, es ist die Stelle. Die hat Leon eigentlich gemacht. Im Original. Im Remake hat sie weder Leon noch Ada. Ja, Leon hat sie nicht. Warum gehst du eigentlich nicht darüber? Wieder? Warum geht ihr nicht darüber? Okay. War anscheinend falsch. Wie tue ich das denn wieder zurückstellen? Dann muss ich jetzt aktivieren. Oh, nee, okay, das war sogar richtig. Der Bernstein, Forschungsbericht 12. Unsere Untersuchungen des Bernsteins gehen hier auf der Insel weiter. Nach und nach kommen wir ein klares Bild, aber es gibt noch immer vieles, das wir nicht wissen. Der Bernstein erweist sich als äußerst nützlich. Er ist noch nicht erwacht und doch beeinflusst und stärkt er andere Parasiten. Ich bin überzeugt, dass auf eben diese Weise die Bindung zwischen den Parasiten und ihren Wirten optimiert wird. In unseren Experimenten konnten wir dies an einem Testobjekt bestätigen. Dies markiert einen deutlichen Schritt nach vorn. Im nächsten Schritt möchte ich seinen Einfluss auf die überlegene Plagerspezies untersuchen. Allerdings sind alle Wirte diese speziellen Plagatys Führungspersönlichkeiten innerhalb der Los Imenonados und die würden einer Teilnahme an irgendwelchen Experimenten nie zustimmen. Ich muss sehr vorsichtig vorgehen, wenn ich Freiwillige finden will. Annabel Garcia Escudera, leitende Forscherin. Nie im Leben ist das bloß eine Funkzentrale. Nö, natürlich nicht. Analysebericht Martinico. Die Wirkung des Bernsteins übertrifft alles, was ich hier erwartet hatte.
Martinico war ein schwaches, unkontrollierbares Testobjekt, das als deformiert, geringschätzt wurde. Von nach zahlreichen Versuchen erlangte er enorme Widerstands- und Regenerationsfähigkeiten und ist nun Angriffen mit konventionellen Waffen gegenüber unempfindlich. Na toll. Allerdings gibt es nicht nur gute Nachrichten. Er mag stärker sein, aber sein mentales Leistungsvermögen ist unverändert niedrig. Sollte er aus irgendeinem Grund ausbrechen, sehe ich kaum eine Möglichkeit, ihn wieder unter Kontrolle zu bringen. Nur die Hochleistungslaser können ihn dann noch stoppen. Und genau dieses Viech ist wahrscheinlich ausgebrochen und hat hier jetzt alles zerstört. Sieht aus wie ein Hunter. Sag auf Wiedersehen. Das Teil sieht ein bisschen aus wie so ein Hunter, oder? Gratis. Aber das Ding sind wir noch nicht los. Es wird mit Sicherheit auch noch zu einem Bosskampf gegen den Viech kommen. Schön die Suppe da oben raus. Kleine ist wohl das Ergebnis irgendeines Experiments. Hätte ich jetzt nicht erwartet, Ada. Also den gab es im Original nicht. Das auf jeden Fall. Willst du mich verarschen? Okay. Wow. Warum habt ihr so ein Viech? Verrückte Wissenschaftler tun mal wieder verrücktes Zeug. Bäh. Kunstvolle Halskette, dankeschön. Forschungsbericht 14. Meine Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Bernstein sogar die überlegene Plagerspezies aktivieren kann. Es war klug, Krauser als Versuchskaninchen zu nutzen. Die anderen standen der Sache zu argwöhnisch gegenüber, aber sein unaufhörliches Verlangen nach Stärke und Macht waren für ihn scheinbar Anreiz genug, an meinen Experimenten teilzunehmen. Die Ergebnisse sprechen Bände. Das Wachstum der überlegenen Spezies übertrifft mit Leichtigkeit das eines regulären Parasiten. Krauser ist ohne Zweifel eine der fähigsten Personen, die ich je gesehen habe. Das Einzige, was wir jetzt fürchten müssen, ist das Potenzial, das in Bernstein schlummert. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was muss getan werden, sollte er erwachen? Es ist nicht von Belang. Diese Berichte haben keinerlei Bedeutung mehr. Fettler war hier.
Die Ampulle, die er mir überreicht hat, liegt immer noch vor mir auf dem Tisch. Ich weiß zu viel. Was passieren wird, wenn ich sie mir injiziere, steht außer Frage. Wird er mich töten, wenn ich mich ihm widersetze? Oder soll ich mir lieber gleich selbst die Waffe an die Schläfe legen? Das wird eine lange Nacht. Er lernt immerhin auch dazu. Okay. Bin mal gespannt, ob das das Quicktime-Events gibt. Wie im Original. Ich hoffe nicht. Dann bin ich sowieso tot, glaube ich. Kurz mal alles nachladen. Ich will immer nur die Striker. Laser, wie meins ernst. Es ist wirklich ähnlich wie im Original mit Leon dann halt. Es ist wirklich wie im Original. Man kann es auch übertreiben. Nur, dass die da nochmal zurückgekommen sind danach. Hier ist es. Gut. Wo schließe ich es an? War aber weniger schlimm als im Original, die Stelle jetzt gerade. Da wurde davor geblänkel nicht. Ich bin jetzt mit dem Terminal verbunden. Du willst die Insel komplett zerstören? Und die Tochter des Präsidenten? Ist dir das nicht so gewagt? Ich mache keine halben Sachen. Die Schwachen erbringen ihr Opfer. Genug jetzt. Bring mir den Stein. Für deine Rückfahrt zur Insel ist gesorgt. Verstanden. Bin unterwegs. Okay, Luis. Was hattest du nochmal gesagt? Langsam sollte Wesker wissen, dass ich nicht nach seinen Regeln spiele. Fertig. Ada, das Hacker-Girl hier, oder was? Rafino hier. Natürlich. Ich habe wohl keine Wahl. Haha.
Mehr Glück als Verstand. Hab ich dich, Saddler. Okay, das war sogar Kapitelende. Was ein actionlastiges Kapitel. Wie gesagt, wir sind auf der Insel, also was soll man anders erwarten? Ja, das Vieh zum Schluss. Für 5 Minuten Auftritt, weiß ich nicht, ob es nochmal nötig war, aber okay. Wann da man sich ja nicht bekämpft hat, sondern einfach nur Brücke, pust mal E und zum Schluss noch ganz kurz Hüft und das war's. Ada ist halt so cool für diese Welt. Mein Leon konnte das auch. War eine kleine Anspielung daran aus dem Original. Gab es im Remake ja nicht mit Leon. Ada macht irgendwie jetzt die ganzen Sachen, die Leon im Originalen eigentlich gemacht hatte. Kampf gegen O3, also diesen Bugviech, das wir gekämpft haben, auf der im Schloss noch. Und ja, jetzt hier die Laser-Szenen, die gab es auch eigentlich nur mit Leon. Ada hat hier sehr viele Sachen gemacht, die sie im Original Separate Ways halt nicht gemacht hatte, aber ja, dann ist halt so. Immerhin haben wir sie hier wieder drin. Oder so ähnlich. Gut, ich würde mal sagen, das war's mit Resident Evil 4 Separate Ways für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen, mit einer kleinen Begründung, was ihr gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir mit Kapitel 7 beginnen, was ich tippe mal als letztes Kapitel sein wird. Jetzt geht's gegen Saddler, was natürlich Leon am Ende macht, aber Ada muss ja auch noch was tun, damit Leon das schafft. Aber gut, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.